Oh Gott, ich bin leer. Ich bin leer. Du musst mich schützen. Ich Jetzt kann hast dich du nicht in meine schützen. Richtung, in meine Richtung. Halli und hallo, liebe Freunde der Amüsiertabletten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Factorio und der Grunchco und ich. Wir rennen ein bisschen im Kreis und mussten feststellen, es gab ein Update. Oh ja. Das Update hat natürlich dazu geführt, dass wir never Strom hier am Start haben. Ihr seht es selber. Ich habe dann mittlerweile rausgefunden, dass wir bauen müssen und zwar Dampfmaschine, neue Heizkessel. Also ich habe hier jetzt. Aber die sind doch auch neu hier, oder nicht? Die sehen relativ neu aus, ja. Warum? Und die erzeugen auch Dampf. Da steht Dampf drin. Aber sie arbeiten nicht. Aber die Maschine läuft nicht, ne? Ich knall hier einfach alle weg. Genau, nimm mal alle weg und nimm mal die ganzen. Das machen wir erstmal weg. Dampfmaschine machen wir weg. Wir knallen jetzt hier eben gerade alles neu hin. Denn was anderes bleibt uns gar nicht übrig jetzt eben gerade. Ja, ich habe mal die Offshore-Pumpe nochmal genommen. Das dauert ganz schön lange, die abzubauen hier. Ja, es gab ein neues Update und es hat sich einiges geändert, auch vom Design her. Da müssen wir ein bisschen was dran machen. So, jetzt haben wir hier die Dampfmaschine. Die Frage ist ja, guck mal, da gibt es ja unterschiedliche Anschlüsse, ne? Ja, ja. Oh, wait a second. I know. So und so. Und so und. Verdammte Axt. Weg mit dir, du scheiß Stromkabel. Das kann aber mal. Ah, das verbraucht ja voll viel Platz. Ja, in ja. Zukunft. Ja, ja. So, wenn wir jetzt. Zack. Und hier zum Beispiel einen Abnehmer ranmachen. So. Und hier auch einen. Und schwupps, laufen sie. Ja, und trotzdem müssten wir die Heizkessel beheizen. Genau. Aber es ist halt jetzt genau andersrum. Aber wobei, es wird, glaube ich, nicht so viel Platz wegnehmen, weil es ist jetzt ein Heizkessel für eine. Für eine Dampfmaschine. Das heißt, wir können vier Dampfmaschinen hier unten einfach hinhauen und sind dann glücklich. Ja, die bringen noch nicht volle Leistung. Hast du noch eine Dampfmaschine? Nee, leider nicht. Doch, warte, ich habe sogar noch zwei. Zack, und hier muss ich mal kurz noch den Strommast klauen. Sonst passt das nicht. Und dann machen wir den hier hin. Schwupp. Und ab geht die Luzi. Wir wollten hier unten automatische, glaube ich, hinmachen, ne? Theoretisch kannst du die dann halt auch mit, genau, mit Dingens machen. Also mehr Kräne habe ich jetzt aktuell nicht. Ich habe noch welche. Und dann müssten die Masten so gesetzt werden, dass alle irgendwie, genau, zack. So, und schon laufen die Dinge. Läuft. Wir haben wieder ordentlich Strom. Ja, es schwankt aber gerade ganz schön, ne? Müssen wir wahrscheinlich noch mehr hinhauen hier. Auf jeden Fall haben wir zumindest erstmal wieder Strom, um unsere Kacke. Produktionsstätte da oben auf Vordermann zu kriegen. Was ja auch echt so ein bisschen freakig war. Ich habe das Gefühl, die Nacht ist nochmal dunkler geworden. Das kann gut möglich sein. Die Lampen dafür sind aber auch wieder ein Stückchen heller geworden. Also wenn ich zum Beispiel. Ach nee, ich habe hier keinen Strom. Dann machen ich wir baue die immer relativ hin. Nah an Strom ran. Und unsere Fließbänder sind voll. Die sind übervoll, ja. Voll, voll. Das ist halt die Überlegung, ob wir wirklich. Ich kann ja vielleicht erstmal nochmal hier zwei Kisten hinhauen. Ja, genau, in die falsche Richtung gesetzt, die Kisten. Abbauen der Sachen dauert jetzt auch einen Augenblick länger. Wenn ich mir das so angucke. So, die Frage ist, ob irgendwelche Produktionssachen schneller gehen dafür jetzt inzwischen. Keine Ahnung. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, wir produzieren gerade extrem viel Eisen. So gut, dann sammle ich halt einfach ein bisschen Eisen ein hier. Nee, es scheint jetzt erstmal nur. Das Eisen können wir im Notfall immer noch. Obwohl, wir können das Eisen oben auch wieder abfangen, so ein bisschen zur Hälfte. Staub halt ausbauen. Ich mache das Eisen mit einer Kiste. Ach ne, wir hatten ja so einen scheiß Teiler gehabt, ne?
Wo zur Hölle ist mein Teiler? Hatten wir nicht mal wo? What the fuck? Wo sind unsere ganzen Sachen hier? Hier ist mein Teiler. So. Und der Teiler kommt hier rein. Flatsch. So, dann können wir das Band ein bisschen leerer machen. Grungecore hat ein bisschen Materialverarbeitung gebaut. Na, dann können wir Hochöfen bauen. Genau. Das wäre der nächste Punkt, den wir brauchen. Um ein bisschen was voranzumachen, beziehungsweise damit die Hochöfen schneller und effektiver arbeiten. Ich sortiere hier mal so ein bisschen weg. Ja, Eisen bauen wir halt extrem krass jetzt gerade ab. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Steine und ein bisschen Eisen. Um noch eine Heizkette zu bauen. Ich klatsche hier oben einfach gleich noch einen zweiten. Heizkette hin. Also ja, aktuell sieht es ja ganz okay aus vom Strom her. Was wir haben, haben wir. Soll ich denn hier abgreifen? Ich weiß es nicht mehr. Haben wir noch durch Zufall irgendwo ein paar Kräne über? Ja, ich habe also elektrische. Das ist gut. Greifarme. Warte mal, ich leg die mal in eine Kiste rein. Wir müssen echt mal so einen großen Satz bauen. Da, 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 da. Ich brauche ja auch nur einen. Zap. Zap. So, jetzt haben wir 5 Maschinen. Was man natürlich machen könnte, ist, um ein bisschen Platz zu sparen, wenn wir noch mehr Strom brauchen, genau auf der anderen Seite gegenüber die Maschinen zu bauen. Okay. Und dann im Prinzip das Förderband einmal rumlaufen lassen. Du könntest ja theoretisch noch eine andere Offshore-Pumpe machen und hier an der Seite auch nochmal lang gehen. Oder da rum, das geht genauso gut, ja. Theoretisch auch möglich. Also falls wir echt mal... Falls dann wir noch mal mit Ruhe kommen. Richtig. So, was sind denn unsere nächsten Pläne eigentlich hier? Wir müssen irgendwie mal zusehen, dass wir... Gute Frage. Wir bauen einfach weiter aus. Wir können ja so vieles bauen mittlerweile. Frage ist, was brauchen wir denn als nächstes? Ich klaue hier und hier einfach mal was raus und... Also ich habe mir jetzt erstmal nochmal eine Waffe gebaut. Waffen sind immer gut. Abwehr und Abwehrtürme und so weiter, das brauchen wir alles mal. Wäre auch ganz nett, ja. Schütztürme und ein Radar. Ich würde mal ein Radar bauen. Radar ist auch eine gute Idee. Mal bei Geschütztürme. Das Radar würde ich dann halt mal aufstellen, um zu gucken, können wir ja weitere Gebiete und so weiter erforschen. Ja. Würde ich dann hier vorne einfach mal setzen und dann würde ich anfangen, unsere Produktionen ein bisschen sinnvoller zu machen, sagst du? Genau. Das nehmen wir mal raus. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Machen wir mal eine Kiste hier mit so einem Zeug irgendwie. Noch Eisen. So, ich baue hier mal eben noch ein paar Produktionsstätten. Da können wir mal gucken, was man so draus machen kann. Werkzeuge. Wissenschaftspaket für Militär. Okay, dazu brauchen wir Granaten, Geschütztürme und panzerbrechende Munition. Ist jetzt nicht so das Highlight, ehrlich gesagt. Eisenplatte und Zahnrad. Wir nehmen mal den Arm hier einfach wieder weg. Und alles, was nicht geht, fließt jetzt hier durch, glaube ich. Genau, wir brauchen ein paar Eisenplatten. Ich würde hier vielleicht wirklich einfach Fließbänder bauen wollen und hier einfach, ja, wir brauchen nichts, was wir jetzt so krass brauchen irgendwie.
Moment. So, den hier raus und den da rein. Fertig. Ende aus Feierabend. Ja. So. Wozu? Was brauchen wir denn, um Fließbänder zu machen? Metall und... Flatsch. Warum holst du die Dinger da jetzt raus? Ich wollte die noch extra bauen. Also ich hole die nicht raus. Ich wollte eigentlich welche noch extra bauen für die Zukunft dann, damit wir welche haben. Aktuell holt er die auf jeden Fall, wenn er sie hier fertig gemacht hat, raus und schmeißt sie halt nicht mehr rein, ne? Und die braucht... Achso, die... Nee, die machen nee, er baut extra, welche. Alles klar. Er baut welche genau, aus Platte baut welche und Zahnrad. Aus dem, ja, ich sehe gerade, das ist eine zweite Reihe. War gerade total irritiert. Hä? Was? Why? Oh, why? Vielleicht sollten wir echt noch auf Forschung setzen, ne? Bauen. Ja, ich wollte gerade ein paar Labore bauen. Nochmal ja, zwei. Labore und... Und dann wollte ich nochmal... Ich könnte hier... Das noch also ich baue nochmal zwei Labore an. Und ich würde hier das und das dann machen. Müsste man nur mal gucken, aus was hatten wir denn grüne Flaschen hergestellt. Ja, das gucke ich gerade. Aus Greifarm und aus Fließbändern. Das heißt, ich hau einfach die Fließbänder hier wieder... Die Fließbänder hier wieder drauf. Wir bräuchten Greifarme wahrscheinlich sogar noch in der Produktion. Ja, das können wir ja... Dann brauchen wir noch ein zweites grünes Dingens. Und wir müssten die grünen wahrscheinlich vorne bauen. Die Zahnräder hier. Nehmen die mal ganz kurz weg, dann stoppt hier mal ganz kurz die Produktion ein bisschen. Das macht nichts. Wir haben so viel Eisen und Kupfer und alles. Echt unglaublich. Sammeln eben mal alles ein hier. Und mach noch eine Produktions-, elektrischer Schaltkreis, jawohl. Alter Schwede. So, das. Ich mache hier einfach das draus. Wir müssen nur aufpassen, dass wenn du die grünen Fläschchen jetzt hier machst und sie hier lang kommen, dann werden sie eingesackt. Von? Von dem hier, der von dem Greifhaken. Ach so. Dann habe ich die grüne Produktion auch hier schon nach vorne geschleppt. Eventuell müsste man sonst etwas, was man hier oben herstellt. Was ich jetzt kann auch so den, wir können auch einfach den Greifarm woanders hinsetzen. Wir können auch die Greifarme hier unten setzen, die Dingens hier, die Fließbänder und die grünen Teile da, die ja sowieso in Massen hier langkommen. Ja, machen wir so. Und hier oben bauen wir dann statt den Dingern halt die grünen. Ja, dann machen wir das so. Das heißt, wir machen jetzt... Hier machen wir Kupfer draus, richtig? Wir reißen das mal ab hier. Zack, weg. Weg. Und weg. Genau, und hier bauen wir grüne. Hier nochmal grün. Hier nochmal grün. Da würde ich rot draus machen. Das ist ja schon wieder... Jetzt fängt man nämlich an, hier das ganze Theater irgendwie zu haben. Ja, das ist das erste Mal, dass man so ein bisschen umplanen muss. Ja. Dann machen wir hier unten einfach... Du baust unten deine Dingens aus.
Ich würde hier bauen jetzt wir noch mal rot. Das machen. Und noch mal grün und dann gucken wir mal, ob das irgendwie nachträglich irgendwelche Probleme macht. Und ich brauche auf jeden Fall Produktionsstätten. Das heißt, ich brauche Eisenzahnräder. Ich muss hier mal so ein bisschen... Ich muss noch ein bisschen abgefrühstückt werden hier. So, also du musst dann da noch... Das muss weg. Was brauchen wir denn jetzt alles noch? Wir brauchen noch Kupferdrähte. Kupferdrähte, Fließbänder und Greifarme. Fließbänder und der muss weg. Dafür brauche ich einen blauen. Du kannst das heißt, da hier zum Beispiel die beiden, die vier Dinger hier nochmal absnacken. Jo. Und da unten dann hinsetzen. Das passt ja genau. Zack, zack, zack und zack. Dann machen wir jetzt erstmal das, das, das und das. Dann brauchen wir jetzt zwei von den blauen, um die Greifarme zu machen. Hier machen wir die Greifarme draus. Genau, für die grünen brauchen wir Greifarme. Und ich glaube, die Fließbänder gingen ja ganz gut. Die Fließbänder laufen eigentlich, ja. Die Greifarme waren ein Problem. Ich glaube, die Greifarme brauchen halt extrem lange zur Herstellung. Na, dann mache ich einfach noch eine zweite Box mit Greifarmen. So ist es ja nicht. Also glaube ich zumindest, dass es so war. Ja, das kriegen wir alles hin. So, und dann kann er die hier wieder rausnehmen. Und dann kann das erstmal voll laufen. Genau, jetzt muss das langsam aber sicher wieder hin. Ach nee, diese grünen Dinger, die werden hier auch hergestellt. Ja, aus Eisen und Dings, aber... Er hat das gerade nicht genommen gehabt, weil da noch was drauf war auf dem Greifarm. Ah. Deswegen hat er nicht umgewandelt. Also wird jetzt auch hergestellt. Naja, dann kannst du jetzt hier losgehen. Hier ist was falsch. So, nee, Moment. Gesundheit. Läuft bei uns. So, zumindest können wir da erstmal weiter forschen. Die erstmal verbraucht. Und dann kann es losgehen. Langsam läuft das hier wieder an. Fließbänder laufen jetzt auch halbwegs. Was macht denn unser Strom? Unser Strom ist einwandfrei. Läuft ganz gut. Der läuft super. Brauchen wir jetzt erstmal nichts machen. Nee. Ja, ansonsten, was können wir noch hier optimieren? Wir können hier... Eigentlich können wir erstmal gar nichts machen. Generell müsste man mal überlegen, ob man mal langsam aber sicher hier so ein bisschen Wald rodet. Um ein bisschen Holz zu sammeln, ja. Ein bisschen Holz, ja, aber auch um so ein bisschen Platz zu schaffen. Oh, ja, ich weiß, was ich mir bauen muss. Und zwar Eisenstange und... Ich brauche Eisen, mein Freund. Eisen. Eisen. So, dann... Zap, zap. Jetzt kann es losgehen hier mit Waldrodung. In der Zeit können wir halt ein bisschen was machen, wenn wir hier sowieso auf die Sachen warten. Genau, wie läuft die Produktion? Die Produktion läuft eigentlich ganz okay. Wartet hier auf. Wartet auf Greifarme. Hier wartet er auf grüne Dingens. Hier wartet er auf grüne Dingens. So. Joa, ansonsten haben wir unsere Zeit schon wieder fast rum. Das ist ja auch eine Unendlich-Karte eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Also du machst jetzt hier nichts großartig im Sinne von irgendwas Schwerwiegendem. Also du bist hier die ganze Zeit am Machen und Tun.
Und irgendwann legst du dann hoffentlich mal was hin. Irgendwann muss mal was bei Also irgendwie rauskommen, mal was richtig Gutes halt, ne? ich mache hier einfach mal so ein bisschen Platz. Ich habe so viel Holz. Nicht um mein Holz. Sieh. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn dann wirklich die schnelleren Fließbänder noch kommen und wir richtig fett hier ausbauen können. Bin echt gespannt, wie das dann aussieht. Definitiv. So, nein, das wollte ich nicht. Ach, Kacke. Was denn nun? Jetzt weiß ich, was ein Problem ist hier. Wir greifen hier unsere Fließbänder ab. Für? Hier in die Kiste rein. Das macht ja gar keinen Sinn. Ne, irgendwie Wir haben nicht. uns die gerade selbst abgezweigt hier und deswegen kommt die Maschinerie auch nie in Gang. Na, jetzt aber gleich. Jetzt läuft das. Ja. Mal gucken. Wenn das jetzt anläuft, können wir aufhören. Yay! Unsere Zeit ist nämlich rum. Ist vorbei, bei. Da Vorbei. oben ist irgendwas Rotes. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Geh mal dahin. Das hatte ich eben gerade auf dem Radar auch schon gesehen. Ich war am Überlegen, ob das Vielleicht die schon Gegner Aliens sind. sind? Ja. Ja, da kommt einer auf dich zu. Irgendwas bewegt sich da ganz viel. Auf dem Radar. Wie Oh schieße ich ja. denn eigentlich? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Du? Wie schieße ich? Leertaste und dann in die Richtung. Nein. Oh Gott, ich bin leer. Ich bin leer. Du musst mich schützen. Ich kann dich Leertaste und nicht in meine schützen. Richtung, in meine Richtung. Ah. Geh doch. Alter, was ist da los? Wir brauchen unbedingt Panik. Munition. Ja, Munition stelle ich hier mal ein bisschen was her jetzt wieder. Ich habe festgestellt, dass sich das doch schneller verbraucht, als ich dachte. Ja, aber da sind Gegner. Also Da da sind oben Gegner. sind Und ich glaube, die Grünen böse, sind auch Gegner. böse. Kann das sein? Nee, die Grünen eigentlich nicht. Grünen müsste irgendwie Öl oder irgendwie sowas sein. Okay. Also Latschen wir warte mal mal, ich hin. guck mal. Egal, wir verabschieden uns auf jeden Fall von euch. Sagen danke fürs Zusehen. Wenn ihr Tipps oder sonst irgendwas habt, bleibt am Ball. Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns über jedes. Über jedes? Was zur Hölle? Über Über jeden Tipp alles. oder sonst irgendwas. Wir verabschieden uns. Hier. Sagen goodbye und auf Bram. Wiedersehen. Bis dann. Bis Ciao. dahin. Ciao.